So. Was mir noch eingefallen ist, letzte Folge. Wir wollten ja auch mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich jetzt die drei MV gegen einen HV austausche. Wobei, das können wir noch gar nicht gucken. Da bräuchte ich auch erstmal ein Trafo dazwischen. Fuck. Ne, einfach mal gucken, dass ich mal gucken kann, wie so das Verhältnis ist. Von 3 zu 2. Von 3 MV zu einem HV. Ob sich das quasi kostentechnisch lohnt. Wait a minute. Ich komm einfach mal hier. Wir gucken einfach mal. So, nein. So muss es passen. Wir gucken einfach mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich jetzt spawne. Eigentlich müsste ich am Atomkraftwerk spawnen. Soweit ich weiß. Ja. So, hier habe ich wenigstens Kreativmodus. Gucken wir einfach mal ganz kurz. Switching Station ist das Ding, ne? Ja. Einmal davon. Beziehungsweise. Gibt hier gleich zwei. So. Ach, egal. HV wollte ich nämlich eigentlich machen. Da brauche ich das Kabel. Und MV. Nee, da. So, das heißt, wir bauen mal ganz kurz. Ich mache einfach mal da. Achso, geht da nicht. Da. Und einfach mal. Ach. Schade ums Gras, egal. Ist er jetzt angeschlossen? Ja, ist angeschlossen. Ach, Kack. Dann vergleichen wir nämlich einfach mal die Werte. So, ich weiß gerade by the way gar nicht, wie hoch ich jetzt überhaupt bin. Alter, ich muss nicht mal sortieren. Also, MV, MV, weg damit, HV, HV. So. Okay, ich bin jetzt schon weiter drüber. Danke dafür. Ja, wie hoch bin ich denn hier bitte? Ah, schon, das Wasser ist da, das Wasser ist da unten irgendwo. Ich brauche irgendeinen sauberen Wert, damit ich jetzt 1 zu 1 vergleichen kann. Na, noch nicht ganz. Ich mache einfach mal auf 1200. So. 1200. Du, bin ich jetzt auf der Ebene? Doch, ist nicht auf der Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt den hier hinsetze, müsste es auf der gleichen Ebene sein. 4000. Also nicht. Also. Knapp das Doppelte. Ach nee, 1200. Ah, alles gut, alles gut. Okay, also mehr als das Dreifache. Das heißt, wenn ich hier von 3 nehme, hätte ich quasi 3600. VS 4000. Nö, es bringt so eigentlich überhaupt keinen großen Vorteil. Okay, dann bleibe ich also wirklich bei MV-Technik. Dann spare ich mir nämlich den Trafo. Sowohl den Trafo, den ich brauche, um die Dinger zu bauen, natürlich erstmal. Aber vor allen Dingen spare ich mir quasi auch unten den Trafo, um von HV wieder zu MV zu kommen. Dann bleiben wir bei MV-Technik. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt davon 3 Stück nehme und ich brauche halt 3 Stück, um ein davon zu bauen,
dann komme ich ja quasi schon auf 3600 EU. Und das ist dann gerade mal 400 EU mehr, was der da hat. Das ist ein Witz, ist gar nichts. Von daher bleiben wir definitiv bei MV-Technik. Gut, hätten wir es geklärt. Easy. Jetzt schneiden wir alles abbauen hier. Ich meine, kann hier eigentlich kein anderer abbauen, ist ja alles geschützt jetzt. Ist nämlich meine neue Testinganlage hier, deswegen habe ich jetzt alles hier großflächig geschützt. Damit ich immer mal ein bisschen rumexperimentieren kann. Gut, da war das wie gesagt schon mal erklärt. Das heißt, wir brauchen erst dann wirklich HV-Technik, wenn wir dann irgendwann unser Atomkraftwerk fertig haben. Sehr schön. Sehr schön. Ja, warum das mit dem Netzwerk nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Weil man hat ja gesehen, ne, wenn ich noch viel höher bauen kann, dann könnte ich auch viel mehr Leistung rausholen. Aber naja, dann kommt irgendwie kein Netzwerk mehr. Das heißt, man kann zwar 50 Meter über den Meeresspiegel bauen, aber nur, wenn die gesamte Anlage relativ hoch ist. Wenn aber so wie bei mir die eigentliche Anlage auf Meereshöhe ist, also relativ tief ist, dann kommt es halt nicht mehr so scheiße, nicht mehr so hoch insgesamt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Gut. Mir persönlich wäre es halt lieber, wenn es so ist wie beim Mesocon, ne? Weil beim Mesocon ist ja auch so, dass quasi die Leitungen können beliebig lang sein, weil Mesocon sich quasi selber aktiv hält. Das heißt, es kann auch Teile in inaktiven Bereichen sein. Das wird dann einfach durch Mesocon immer wieder aktiviert. Hätten sie meines Erachtens nach bei der Technikmod auch so machen können, haben sie leider nicht. Gut, was willst du machen? Clear Inf. Das war falsch. Clear Inf. Gut. Kannst du nichts gegen machen. Ist halt so. Okay, das heißt, wir bauen nach und nach, immer wenn wir mal ein bisschen Ressourcen haben, denn weitere MV-Module. Um die Plattform hat jetzt Platz genug. Das heißt, wir können sogar 5x5, also 25 Module hinbauen. Das sollte eigentlich reichen. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben jetzt schon 3330 EU. Das heißt, wir können selbst die Zentrifuge fast durchweg betreiben. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, sobald wir Ressourcen haben, bauen wir doch weiter aus. Aber jetzt erstmal, solange reicht das erstmal. Weil wir haben ja gesehen, wir brauchen ganz schön viel Stoff, um diese drei MV-Module alleine zu bauen. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ist alles nicht so billig. Gut, andererseits kann man jetzt natürlich auch sagen, wir haben ganz schön viel Material. Das Einzige, was uns quasi ausgeht, ist das Kupfer. Weil da haben wir jetzt schon fast die Hälfte, ein Drittel auf jeden Fall verbraucht. Oder? Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir am Anfang gehabt. Wir hatten auf jeden Fall mehr als 2 Stacks gehabt. Ah ja. So, die Dinger kann ich mal bitte rekombinieren hier. Dankeschön. So. Dann kannst du nach da, du kannst auch nach da. Ihr beide könnt nach da. Jetzt wieder ein bisschen aufräumen, ne? Schön. Ja, wie gesagt, das Ding hier, eigentlich kann ich dann quasi die Verbindung zwischen den beiden kappen, denn ist die Anlage hier nur noch für die CNC-Maschine quasi da. Also quasi ein optischer Hingucker, wenn man so möchte, ohne Funktion. Und unsere MV-Anlage wird später komplett über Solar betrieben. Dann kann ich quasi diesen Umspanntrafo hier eigentlich deaktivieren. Ja, wobei, sind auch nochmal 700 EU, ne? Also von daher ist das hier einfach aktiv. Ja, und die Dinger hier gegen MV austauschen, das wird auch wieder extrem teuer. Weil bei Switching Station... Ah ne, Quatsch. Gott, wie heißen die Dinger? LV-Wassermühle? Ach, die heißt auf einmal Hydro. Wow. Genau, da brauchen wir nämlich gleich 3 Stück. Das heißt, wir brauchen noch 3 Käfige und 3 Diamanten. Deswegen, also das ist wirklich extrem teuer, weil Diamanten
ist halt bei uns noch relativ rar, deswegen will ich die eigentlich nicht gegen MV austauschen und schon gar nicht noch mehr davon bauen. Weil wir haben halt eben für ein einziges von so einem Ding hätten wir einen Diamanten. Und wir bräuchten, wenn wir davon wirklich 12 MV-Dinger bauen wollen würden. Nee, ist einfach so teuer. Ne, bei Diamanten bin ich noch sehr sparsam, weil da haben wir halt bisher kaum welche. Bei Mehl sieht es mittlerweile zum Glück ein bisschen anders aus. Da haben wir mittlerweile mehr als ein Stack, das geht voll klar. Aber hier, wir haben gerade mal 58. Da kann ich nicht direkt, weiß nicht, 36 oder so verschwenden. Nee. Ist nicht gut. So. Dann, genau, ich wollte hier weiter mein Inventar ein bisschen ausräumen. Ich brauche mehr Platz, Alter. Ich brauche viel mehr Platz. Oh shit. Kohle, Staub. So. Ich hab einen Stock bekommen. Yay, ich bin reich. Aber das reicht mir noch nicht. Herrlich. Einfach herrlich. So, ja, das ganze Uran-Kack-Gedöns hier, Alter, das wird noch. Achso, hab ich unten noch was gelassen in der Zentrifuge? Oder habe ich alles rausgenommen? Ah, Mann. Ja, hab alles rausgenommen. So, Werkzeuge. Dennoch mein restliches Papier. So, dann ist mein Inventar wieder sauber, fröhlich, Heiterkeit. So, und dann muss ich mal dazu gucken. Genau, ich wollte noch gucken, wegen dem Counter, wegen diesem 8-Bit-Counter. Ne, also 8-Bit-Counter gibt es schon mal nicht. Vielleicht unter dem deutschen Namen, Zähler. Ne. Und was mit 8-Bit? Ne. Bit. Erstmal schon falsch schreiben. Bit. Ja klar, Zartbitter Schokolade. Schon klar. Tja, das heißt also, wir müssen wirklich mit diesen Shift-Registern bauen. Schreibe ich denn Shift, Alter? Gib's nicht mal. Mesekon. Das ist alles Gatter. Das ist ein Delay. Ach ne, stimmt, der. Hä? Was hat er gesagt? Ach Mann, ich will als F4 haben, du Hurensohn. Was meinte er hier? 3-Bit-Zähler, 8-Bit-Schieberegister aus. Ach, die Leeren im Kreis. Ja, nur wozu? Okay, ich glaube, ich weiß, was er von mir wollte. Er meint das so, dass quasi nicht alle Lampen gleichzeitig leuchten, sondern ich habe ja quasi ne, 3 oder 8 Türme aus jeweils 3 Leuchten. Dass quasi immer ein Turm leuchtet, dann der nächste Turm leuchtet, dann der nächste Turm und es quasi so die Türme drumherum und damit quasi dieser Dreheffekt erzeugt wird. Aber wie soll ich das denn bitte schon verkabeln? Ich krieg das doch gar nicht verkabelt. Weil wie gesagt, wenn ich diese 8 Türme habe, dann habe ich in der Mitte gerade mal einen einzigen freien Block. Wie soll ich da 8 Leitungen nach oben ziehen? Das geht doch gar nicht. Also da weiß ich jetzt nicht, wer das machen möchte. Und mit Lua-Controller geht's auch nicht, weil Lua-Controller hatte nur 4 Ausgänge. Was heißt, die Ecksäulen oder die Eckdinger wären quasi nicht angeschlossen. Also das war, da weiß ich jetzt nicht, wer das denn. Also ich denke mal, dass er das jetzt meint. Weil ansonsten würde das halt kaum Sinn machen. Oder denke ich jetzt komplett falsch?
Die Erze würde ich vielleicht bis auf einen Stack für die, die manchmal roh gebraucht werden, gleich stackweise sparen, verarbeiten und Blöcke erzeugen. Das spart Zeit und das wieder Platz bei der Rohstoffkiste. Aber immer zuerst grinden, dann hast du die doppelte Menge? Meint ihr jetzt, dass ich das quasi erst grinde und dann daraus die Blöcke mache? Geht das überhaupt? Aus dem Pulver kann man doch nichts mehr machen. Wenn es einmal Pulver ist, dann ist es doch Pulver. Kann man aus dem Pulver Blöcke bauen? Das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, weil aus den Blöcken könntest du dann wieder diese Ingots machen und dann daraus wieder. Hä? Wie meint er das? Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wobei, jetzt hier, das ist ja schon ein bisschen verrückt. Ist ja schon ein bisschen, also. Aber hey, die Woche ist nicht mehr ganz so planlos. Wir haben immerhin geschafft, die Solaranlage zu bauen. Das ist für eine Woche schon mal sehr guter Erfolg. Sehr guter Erfolg. Ja. So. Ja. Nehmen wir mal zum Beispiel Eisen. Bei Eisen und so habe ich am meisten. Wieder Eisenstaub. Leck mich am Arsch. Ach so, ja. Mann. Ist ja gut jetzt. So, genau. So. Man kann diesen Schmiedeeisenstaub tatsächlich kochen? Das heißt, ich nehme quasi das Rohzeug, grinde das erstmal, bekomme dann quasi die doppelte Menge an Schmiedestaub, kann das dann quasi einschmelzen, dann habe ich quasi die doppelte Menge an Ingots daraus und kann daraus quasi Blöcke bauen. Verstehe ich das jetzt richtig? Mann, komm miteinander. Die Sache ist, aus diesem Ingot kann man ja nicht mehr diesen Staub danach wieder draus machen, ne? Das heißt, wenn ich dann später Staub brauche, brauche ich dafür definitiv nochmal Rohmaterial. Gott, das klingt ja verlockend gerade. Das heißt, ich kann hier raus quasi, ich sage, ich lasse einen Block so übrig. Die restlichen grinde ich komplett weg. Moment schon mal, bei der Kohle. Bei der Kohle. Die kann ich ja auch grinden. Da bekomme ich auch zwei draus. Kann ich die dann wieder einschmelzen? Nee, ne? Weil das wäre ja ein richtiger Bug. Da könntest du ja massenhaft daraus erzeugen. Ah ne, okay, genau. Das kannst du also nicht wieder einschmelzen. Ja gut, das heißt, das Einzige, was wirklich einen großen Vorteil bringt, wäre beim Eisen. Ne, aber hier bei den anderen Sachen, die müsste ich halt erstmal grinden. Das heißt, ich hätte erstmal Staub. Da hätte ich daraus diese Ingots. Ob ich da wirklich so viel Platz spare, dass sich das lohnt? Weil es gibt kaum Sachen, die ich so viel habe. Eigentlich nur das Gold und das Eisen. Weil bei allen anderen habe ich ja meistens nur zwei Stacks maximal. Hier zum Beispiel. Und wenn ich ein Stack muss ich ja sowieso als Rohmaterial behalten. Das heißt, ich könnte gerade mal ein Stack zu einem anderen Stack umwandeln. Also Platzgewinn hätte ich dadurch nicht wirklich. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ich bin gerade eher am Überlegen, ob wir das Ganze nicht etwas anders machen. Dann bräuchten wir aber definitiv Platz. Oder wir machen das definitiv unten im Keller. Dass wir quasi, so wie im Lager, hier nochmal irgendwo so eine Fläche. Dann reiße ich das Ganze komplett raus.
LV-Umlage brauchen wir eh nicht mehr. Spaß. Nee, dann, dass wir irgendwie quasi nochmal ein bisschen Platz suchen, wo wir quasi nochmal so ein extra Lager nur für Rohstoffe machen. Also für Erze. Nicht für Ärzte, sondern für Erze. Und das passt hier auf jeden Fall von der Größe her nicht rein. Weil, ich meine, obwohl, vielleicht. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß das nicht. Ja. Was ist hiermit eigentlich los? Warum habe ich hier so viele von den Dingern rumliegen? Ist auch egal. Ist eh keine durch 9 teilbare Zahl, von daher kann ich daraus auch keine Kristalle machen. Egal. Ja. Bäh. Was tue ich hier gerade? Tada! Tada! Ja, definitiv zu viele Goldtaler. Also ich glaube, die kann ich wirklich echt. Die kommen in meinen Schreibtisch quasi als. Oh, was hab ich denn hier? Papier. Als quasi als Wertanlage. Ah. Weil daraus kann ich eh kein Gold machen. Von daher. Vielleicht füge ich später irgendwann mal so ein Rezept hinzu. Aber jetzt erstmal. Noch habe ich halt kein Rezept dafür und deswegen ist das quasi als Rohstoff unnötig. Was tue ich eigentlich gerade? Kann mir das jemand erklären? Ach Mann, Alter. So, hier kriegst du eine Macht, kriegst du da. Ja. So, du kommst nach da. Du kommst nach da. Was ist noch blau? Hier ist vieles blau. Du kommst nach da. So, dann kommt in die nächste Reihe das Zeug. Dann kommt da runter das Zeug. Passt sogar von der Farbe her relativ gut zusammen. So, dann kommt Edelstahlbarren. Sachen gibt's gar nicht. So ungefähr. I need more space. Space, 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 space. Bum, 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 bum. So. Das würde ich gerne hier machen. Du kommst da so hin. Gold. Kupfer. Chrom. In der nächsten Reihe kommt denn das Zeug, das Zeug, das Zeug. Was ist das denn hier? Ach, also ohne mal Zink. Okay, da kommst du nochmal raus. So. Und dann kommt bloß noch Sulfat. Na, siehste, schon ist die Kiste quasi leer. Guck mal, wie viel Platz da noch ist. Der passt locker noch ein bisschen was rein. Ja. So, du kommst mal extra, du kommst auch mal extra. Nein. Du nicht, aber du kommst extra. Feuersteine, ob wir damit überhaupt irgendwas machen können, ganz ehrlich, Feuersteine ist kein Rohstoff. Also ja, schon, ja, aber Feuerstein ist halt
Daraus können wir technisch gesehen nichts machen. Oh, da ist sogar noch welche drin. Was kommt da an? Ach, siehst du, was wir noch machen wollen? Ah, ne, geht nicht. Ich wollte noch die Lassos, aber eben die Lassos kann ich ja erst kombinieren, wenn ich die Mobs wieder drauf habe. So, perfekt. Perfekt. Finde ich geil, finde ich geil, finde ich geil. Jetzt haben wir hier die ganzen Ingots, hier die ganzen Rohklumpen. Die Lumpf. Und dann können wir diesen Zollbereich hier für die Kacke hier. Naja, ich muss mir da noch was einfallen lassen. Habe ich irgendwo so eine Kiste zu stehen? Da ist sowieso viel zu wenig Platz drin. I need more. Was ist hier alles drin? Is this chest locked? Wieso ist das Ding unbekannt? Okay. Okay. Verstehe ich nicht, aber ich verstehe zumindest, dass ich jetzt nicht verstehe. Ist eine Art Verständnis. So, der ganze Scheiß kommt mir hier komplett raus. Den packe ich jetzt ins Lager. So, wir haben 09er, wir haben 1er, 09er, 08er, 7, 6, 5, 4. Vier, drei, zwei, eins. Perfekt. So. Was könnten wir noch ins Lager räumen? Ein so ein Ding, ernsthaft? Wo habe ich denn das Ding her? Haben wir sowas im Lager? Na, wenn nicht, mache ich das weg. Achso, die Steine können wir schon. Die Steine können wir gleich mal. Wir wollten ja noch unten weiterbauen. Ach Gott. Ach Gott. Gut. Das war's erstmal. Wie lange geht's eigentlich schon die Aufnahme? Ich habe schon wieder keine Ahnung. Mein Zeitgefühl, habe ich jetzt rum angefangen oder halb? Nee, halb habe ich nicht angefangen. Da würde die Aufnahme ja gerade mal 5 Minuten gehen. 7 nach. Ah, komm. Bis zur nächsten Folge.